Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Ich bin's wieder, euer Yasin. Und ja Leute, heute natürlich wieder mit einem erneuten Fortnite-Shop-Video, obwohl ich morgen in die Schule muss. Ich habe euch ja erklärt, warum ich in die Schule muss. Und zwar, weil meine Noten momentan nicht so gut aussehen und ich von der Schule aus einen Online-Unterricht mache. Wir gehen ganz schnell einmal in den Shop durch. Der Shop kommt schon in 3,5 Minuten, der neue, weil das hier ist noch der alte, Leute. Und zwar Pull-Up. Leute, ich muss mir den holen, ich finde ihn so geil. Dann Aura in der und der Variante. Beutebeutel. Diamantschädel. Gilt. In den beiden Varianten. Dann Blingbeutel. Liebestöterin in der und der Variante. Mit dem Backbling, das auch nochmal die zweite Variante hat. Und das Backbling Liebesbewaffnung. Dann auch schon Schwefeltyran. Brennende Bestie. Glühend heiße Klingen. Dämonika. Mit dem Backbling Dämonika schwingen. Heiße Hacke. Glühende Glyphen. Glyphe, ja gesagt. Ja, Leute, dann noch Grenzläufer mit dem Backbling Zünder. Und zwar in der und der Variante. Dann Beastschützin, eigentlich auch ein sehr, sehr nicer Skin. Abtrünnige, gebrochenes Eis, Handzeichen ist eigentlich auch ein sehr, sehr nicer Emote, Leute. Und ja, dann noch Rülpser. Das ist ja anders leise. Und ja, Leute, der neue Shop kommt auch erst in 2 Minuten, Leute. Ich würde sagen, wir gehen noch mal einmal ganz schnell unten die Sachen durch. Und zwar den hier, den Namen kann ich nicht aussprechen. Genauso wie Backbling dann. Dann Ellen Replay oder wie auch immer. Mit dem und dem Style. Dann mit dem Backbling Violent Yutani Katzenträger. Und dieser Emote. Dann alles noch mal einzeln, Leute. Dann Flash Cup noch der Skin mit den Rückmarkt Speed Force. Dann Speed Force Blitze. Schneller happen. Und mein Name ist Barry Allen. Dann, Leute, dann natürlich alles noch mal einzeln. Diese Skins hier noch: Ryu mit Sandsack, Chun-Li mit Super Arcade. Und zwar in der Variante noch. Er hat auch noch eine zweite, und zwar die. Dann Spielerauswahl. Der Emote. Und der Emote. Und Leute, natürlich das Joker-Bundle ist auch noch drin. Und Leute, ein kleiner Spoiler-Alarm. Und zwar heute, beziehungsweise jetzt ist ja heute der 1.3. Und der neue Dings-Skin wird reinkommen. Der neue Crew-Paket-Skin. Aber Leute, eine Sache muss ich euch noch sagen. Ihr werdet den jetzt wahrscheinlich nicht sehen, glaube ich, weil man muss, glaube ich, erstmal das Spiel neu starten oder Spielmodus auswählen. Deswegen, aber Leute, ja, der Shop kommt auch schon in knapp 10 Sekunden. Und ja, Leute, nochmal, wir sind kurz vor den 650 Abos. Und würde mich freuen, wenn ihr wieder aktiver in Streams kommt. Und ja, was kommt heute in den Shop? Okay, Leute, heute ist ja der 1.3. und zwar Dummy ist drinne mit dem Backbling falsch abgebogen. Mit dem Style noch. Dann Schädelschläger. Hat auch, wie gesagt, wie ihr seht, die zwei Varianten dann Crash Test. Orin ist wieder drinne mit dem Backbling Mecha Fusion Sprungkick Kit. Dann Nullhacke. Abstrakt. Mit dem Style noch. Mit dem Backbling Graffiti-Tasche. Dann Graffiti-Roller. Dann Leute, Razor oder wie der heißt, ist auch mal wieder drin. Der war schon lange nicht mehr im Shop. Mit dem Backbling Wildwölkchen. Also Leute, jetzt nicht so lange, aber schon ein bisschen länger war der nicht mehr drin. Dann Kurohomura.
Silberflamme, Battlebreaker, Magnus mit dem Backling beständiger Umhang, Pull Up ist noch einmal drinne, Sturmtrooperin, Träumerfüße, Holoscan, am Wasser gebaut und ja, dann Leute, Flash Cup Skin ist noch immer drinne, Dings hier, Joker Bundle ist auch noch immer drinne. Ich gucke jetzt mal kurz, Leute, wenn ich jetzt auf Spielmodus auswählen gehe, ob es dann vielleicht funktioniert mit dem Dings hier, mit dem neuen Lama. Wenn es nicht funktioniert hat, Leute, dann muss ich wahrscheinlich das Spiel neu starten. Aber das werde ich jetzt nicht machen, natürlich. Hier, Leute, es ist kein neuer Skin drinne. Und heute ist der 1.3., das heißt, ich muss das Game neu starten. Ich werde wahrscheinlich auch das Game neu starten, aber natürlich kein Video mehr dazu machen. Aber Leute, dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst sehr, sehr gerne nochmal einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren, falls ihr neu seid. Und dann würde ich sagen, Leute, sehen wir uns morgen oder die Tage, weil, wie gesagt, ich habe Online-Unterricht in der Schule. Und falls ich morgen mal kein Video mache, seid mir nicht böse halt. Deswegen, und dann würde ich sagen, haut rein, bis dahin und tschüss.